Ja, hier ist Rudersdorf. Was möchten Sie bitte? Ja, da geht es jetzt um Ihre Teilnahme hier bei uns, die Kampagne 12 Monate. Soll das verlängert werden oder wollen Sie vorzeitig aussteigen? Können Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Ob Sie vorzeitig aussteigen wollen von dieser 12-monatigen Kampagne oder soll das weiterlaufen? Welche Kampagne war das denn? CDU? Nein, das war Gewinnspiel. Lotto. Nee. Oder? Soll das vorzeitig kündigen, oder? Ja, weg damit. Will ich nicht haben. Und diese Klimaschutz, Umweltschutz wollen Sie auch nicht. Was wollte ich haben? Klimaschutz, Umweltschutzmaßnahmen. Na, das ist gut, ne? Aber ja, was hat das damit zu tun? Sie haben es ja registriert, ob Sie das abmelden oder für das verlängert weiterlaufen, weil es ja Geld kostet. Deswegen rufe ich ja auch an. Ja, aber was hat das Gewinnspiel jetzt mit Umweltschutz zu tun? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist halt dabei, ich weiß es auch nicht. Sie haben es ja halt registriert, diese Umweltschutzmaßnahmen. So, welche Firma ist das denn? Was war diese Firma? Ja, welche Firma habe ich am Telefon? Von wem rufen Sie an? Ich rufe von der BCM aus an. Also das war der nicht mein Name. Ja, dann da möchte ich nicht haben. Dann machen Sie das mal raus, bitte. Ja, dieser Hans Herbert, ne? Genau der ist am Telefon. Klobstockstraße 126 19445 in Bayreuth, 4091 geboren. Genau der. Also, weil es jetzt kündigen, dass wir nicht mitmachen müssen, ich werde jetzt alles bestätigen und unterlassen. Das Einzige, was Sie machen müssen, wenn ich Sie danach frage, müssen Sie natürlich Ihren Namen, Familiennamen und die 081. Können Sie das merken oder wollen Sie das aufschreiben? Bitte? Sie haben eine ganz schlechte Verbindung. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich bin schon älter, ich höre nicht mehr so gut. Frage bei Kündigungsaufzeichnung. Ja, dann müssen Sie Ihren Namen, Familiennamen und die 081. Können Sie das merken, 081? Ist das mein Kennwort? Ja, das müssen Sie sagen. Das ist Ihre Ziffer von der IBAN-Nummer, die 081. Dann machen wir das. Der Hans-Peter. Nee, Hans-Herbert, Hans-Peter ist mein Bruder. Wollen Sie meinen Bruder haben? Hans, wie? Bitte? Der Peter lebt gar nicht mehr. Hans-Herbert ist hier. Hans-Herbert. Das sind Sie, Hans-Herbert. Das bin ich, ja, mein Bruder lebt. Wollten Sie meinen Bruder anrufen? Der lebt nicht mehr. Sie, Hans-Herbert. Ach so. Hans-Herbert. Ja, genau. Wann ist das denn gemacht worden? Vor 4 Monaten, also ich sehe die Datum steht hier nicht, ich habe nur eine Maske hier, ich tue die Unterlagen bearbeiten. Ja, du bist eine Maske. Ja, aber das können wir kündigen, ja? Ja. Gut, dann machen wir das doch bitte. Dann fange ich an, ja? Womit denn? Bei 3. Mit der Kündigungsauszeichnung. Was bedeutet das? Dass Sie die Person, die das da nicht mitmachen wollen, muss ja wissen, wer kündigen wir die 12 Monate, ist doch klar. Vielleicht zur Zentrale schicken. Welche Zentrale denn? Zu der Lotterie, da wollen Sie ja nicht mitmachen, die 12 Monate. Sie wollen wissen, mit wem ich da die 12 Monate jetzt kündige, ist doch klar. Ganz genau, die müssen das ja wissen, ne? Ja. Und Sie rufen aus Berlin an, oder? Ja. Junger Mann? Ja. Sie rufen aus Berlin an? Ja. Ja. Es wäre sehr nett, wenn Sie ein bisschen langsam und laut sprechen können. Ich höre nicht mehr so gut. Okay, da fange ich an, ja? Dankeschön. Fange ich an bei 3. 1, 2, 3. Was soll ich machen? Darf ich nicht die ganze Zeit dazwischen reden? Einfach zuhören. Ich werde jetzt hier unterlesen alles. Sie müssen nichts machen, nur wenn ich die Frage... Können Sie bitte Ihren Namen, Familiennamen und die 3 Zahlen? Dann müssen Sie den Namen, Familiennamen und 3 Zahlen sagen. Na gut. Und am Ende muss ich gleich verabschieden, sage ich Tschüss, dann sagen Sie auch einmal Tschüss und das war's, dauert 1 Minute. Ja. Haben Sie Fragen, möchten Sie was wissen? Nee. Dann kann ich anfangen, oder?
Ja. Okay. Herr Hans-Herbert von Rüdersdorf, sind Sie damit einverstanden, dass das Gespräch zu Ihren und zu unserer Sicherheit aufgezeichnet wird? Natürlich. Sie auch? Ich habe Sie gefragt, sind Sie damit einverstanden? Ja, na klar, aber es ist ja eine Frage der Höflichkeit, Sie auch zu fragen. Nein, jetzt hören Sie auf. Wollen Sie jetzt wie machen oder was? Bitte? Nur mit einem Ja beantworten. Ja, sagen Sie... ein Ja, da brauchen Sie einen Kommentar dazu geben. Sagen Sie das doch vorher. Ja, ich kann doch... Also Sie müssen nur mit Ja beantworten. Einfach Ja sagen? Ja. Das kann ich, das kann ich. Okay. Herr Hans-Herbert von Rüdersdorf, sind damit einverstanden, dass das Gespräch zu Ihrer und zu unserer Sicherheit aufgezeichnet wird? Damit bin ich einverstanden. Dann ist jetzt als ein Ja bestehen. Ja. Ich spreche mit Herrn Hans-Herbert von Rüdersdorf und in der Klubstuckstraße 126 9445 in Bayreuth. Wann sind Sie geboren? Haben Sie Klopstockstraße? Da wohne ich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Das ist falsch. Da wohne ich nicht mehr. Wir sind vor, wann sind wir denn umgezogen? 2013, vor 11 Jahren sind wir umgezogen. Hm. Hallo? Ja? Ja, die Adresse ist nicht richtig. Du musst mal korrigieren. Ja, das müssen Sie mal machen. Hm. Dann ist aber die Frage... Die Adresse ist? Bitte? Wie heißt die Adresse? Soll ich Ihnen die Anschrift oder erst die Postleitzahl sagen? Ja. Egal, wie, was Sie geben. Ja, so ist die Postleitzahl ist 91448. Ja. Das ist Emskirchen in Mittelfranken. Kennen Sie das? Ist in Bayern. Emskirchen? Emskirchen, genau. 91448 Mittelfranken. Mittelfranken. Ja, Mittelfranken, genau. Mittelleute. Die NWO sieht alles. Also Mittelfranken, ne, ist der Ort. Ja, genau. Nee, der Ort heißt Emskirchen. An der Eis ist das ja, okay. Im Prinzip. Das ist Landkreis Mittelfranken. Und die Straße? Altschauerberg 8. 91448 Emskirchen. Nein. Morgen ist Posterverkauf. Oh. Altschauer. 8, ne? 8, genau. Ja. In Emskirchen, Mittelfranken ist der. Was ist das Mittelfranken? Soll ich das? Das ist Mittelfranken, das schreibt sich M-E-D-D-L, ja. Und dann Franken, wie der Name Frank. Ja, Franken habe ich. Mittelfranken. Mhm. Genau, ja. Dass Sie das nur mit dazu schreiben, das ist für den Briefträger ganz wichtig. Ne? Ich krieg das doch per Post, oder? Ja, wunderbar. Ich höre Sie ganz in 5 Minuten nochmal anrufen, ja? Was war die Frage? Ich werde Sie in 5 Minuten nochmal anrufen. Warum denn? Ja, weil ich da was abschicken werde. Weil Sie was werden? Abrechnen? Ich dachte, wir kündigen das jetzt. Abgucken. Ja, machen wir gleich. Eine Minute. Ich werde es gleich nochmal anrufen. Ach so. Können wir ein Passwort ausmachen? Können wir, sagen Sie mir eins. Kai Uwe. Das ist mein Sohn. Kai Uwe. Kai Uwe ist das Passwort, ja? Okay, Kai Uwe. Also mit H, ganz wichtig, ne? Genau, Kai Uwe, okay. Kai Uwe mit H. Gut, dann bis gleich, ne? Okay, bis gleich, ja. Danke. Da
Da bin ich ja mal gespannt, ob der nochmal anruft. Das ist diese typische Mitspiel-nicht-gekündigt-Masche. Und das ist diese Adresse mit dem Herrn von Rudersdorf, wo auch mal die Geldabholer nach Hause kommen wollten. Und die haben diese Adresse hier wirklich an jedes dreckige Callcenter im Ausland verkauft. Alle Geldcalls, die ich so kriege hier, sie haben ihr Gewinnspiel nicht gekündigt, kommen für diesen Datensatz aufgrund dieser Nummer rein. Dankeschön und bitte, bitte ruft wieder an.